Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Gespielt mit der Su 12244, also von Michael Gru, muss man natürlich auch dazu sagen, als Top-Tier. X-Frame habe ich leider immer noch nicht angeschalten, weil ich bin seit Bovington noch zu keinem Spiel gekommen, was ein bisschen schade ist, aber das wird sich jetzt auch bald ändern, weil ich die Panzer endlich mal wieder live spielen will und nicht nur eben, weil ich die Panzer endlich wieder spielen will und nicht nur live sehen will. So, sollte der Satz... oh Gott, was ist denn heute los? So sollte der Satz eigentlich Sinn ergeben, wollte ich ursprünglich sagen. Aber vielleicht sollte ich es heute einfach sein lassen und mich aufs Kommentieren beschränken und nicht irgendwie versuchen, hier frei von der Seele wegzusprechen. Na, guck mal doch mal, was hier der Michael so treibt. Wir sind auf der Karte Redshire im klassischen Begegnungsgefecht und ich selber bin ja gerade jetzt frisch ein großer Anhänger der Su-122S geworden. Jetzt sind wir mal gespannt, wie er mit der Su-122-44 so umgeht. Beide Panzer haben ihre Vorteile. Die Su hat 0,6 Sekunden schneller Reload. Zumindest bei mir hat sie 6,10. Hier hat sie 6,75. Aber ich glaube mal, dass er keine Waffenbrüder dabei hatte, weil da müsste er auch ein bisschen schneller laden. Ich kann an dieser Stelle, weil es ist so das zweite Video, was ich nach Bovington... Wow. Das zweite Video, was ich nach Bovington hochlade und das erste Video, was ich da auch ein bisschen thematisieren werde. Ich habe ja meinen Vlog gemacht, das ist bisher super cool angekommen, also an dieser Stelle vielen Dank und gerade an die Leute, die da ein bisschen affin sind, guckt es euch auch an, ich kann es euch nur empfehlen, weil Bovington war sensationell und auch das Material ist eigentlich ganz, ganz gut und brauchbar geworden, also zumindest war das Feedback bisher so. Und auch natürlich dann mal TDs live zu sehen. Also eine Su 12244 habe ich da jetzt nicht wahrnehmen können. Aber trotzdem... Alter Schwede. Da gab es sogar eine finnische Stuck, was ich sehr interessant finde. Oder fand vielmehr. Dass die auch sowas haben. Da konnte ich mit Shingles ein bisschen drüber schwatzen. Der hat mir ein bisschen was davon erzählt. Auch davon, wie da der Aufbau vorne mit Zement verstärkt worden ist. Schau mal, was er hier macht. Mit dem... Ah, da war ein bisschen die Delay im Sound. Naja, kann auch mal passieren. So. Jetzt aber. Da setzt er ihn. Und da hat er mir dieses Stück gezeigt. Muss man sagen, auch Chingleson, brutal sympathischer Kerl. Also, und das macht er ihn weg. Das war unglaublich Wahnsinn, wie sympathisch dieser Mensch ist. So, VK. Walter, mit Auto-Aim. Not bad, not bad. Also, jeden, der mal Shingles live gesehen hat und für den Erfolg, den dieser Mensch mittlerweile hat, muss man sagen, der ist sowas von auf dem Boden geblieben. So ein anständiger Mensch. Also, muss sagen, bin in jeglichster Form positivst überrascht gewesen von ihm. Quickie Baby, naja, eher weniger, aber ich will auch nicht schlecht über Leute sprechen, deswegen spreche ich lieber gar nicht über sie. Rita war eine ganz liebe kleine Person, muss man schon fast sagen. Also auch die war sehr, sehr süß. Aber wie gesagt, Shingles, unglaublich. Ja, ansonsten eben die Panzer live zu sehen. Ich habe mir einen brutalen Sonnenbrand auch noch einen geholt. Also auch da konnte ich schön davon was partizipieren und mitnehmen. Also ich sitze jetzt hier beim gerade Aufnehmen und ich muss mir gleich auch schon wieder die Stirn eincremen, weil die ist so verbrannt. Ich habe sogar eine Brandblase. Also es hat mich wirklich krass erwischt. Am ersten Tag hat es gut geregnet sogar teilweise, aber der zweite Tag war von der Sonne geküsst. So, jetzt steht es hier gerade 2:4. Alles ein bisschen sehr mittig. Rechts ist recht wenig und links ist aktuell der Gegner stark in der Überzahl. Bin ich sehr gespannt, wie er sich jetzt hier positionieren wird. Also der zweite Tag von Bovington, da die Panzer mal live zu sehen, wirklich sensationell. Und natürlich das Highlight im Tiger 1, den letzten noch fahrenden auf der ganzen Welt, da vor sich hin brettern zu sehen, der auch im Film Fury war. Wirklich toll. Habt ihr auch den Sherman, der auch dem Film Fury Pate stand und auch diesen Fury-Schriftzug hat. Oh, und One-Shot? Ne, nicht mal, aber ja, schön gerannt. Der auch dem Film Pate stand. Habe ich auch gesehen. Da haben sie so ein bisschen was noch nachgespielt. War sehr schön.
So, mittlerweile 5 zu 4. So, Auto-Aim. Aber hier auf den... Ja. Ne, kommt scheinbar nichts rauf. 6 zu 7. Wo ist der dicke Max? Auf jeden Fall hat er hier gerade Netz an. Naja, da ist alles, überall der Stein. Da ist der dicke Max. Jetzt kommt er. Oh, jetzt der dicke Max macht es ihm jetzt aber ganz schön leicht. Nein! Hier bitte nicht wundern, übrigens beim Replay, scheinbar ist da mit dem Fadenkreuz so ein bisschen ein kleines Manko am Start. Normalerweise müsste es natürlich groß werden und klein werden, aber irgendwie ist es hier nur gerade klein. Ah ja, so what? Egal, egal. Also wie gesagt, der zweite Tag, der war Highlight, diese Panzer live zu sehen. Ich muss dazu aber sagen, und. Ja, ich muss aber selber dazu sagen, dass ich besonders den Leopard von uns, also von den Deutschen, sensationell fand. Also da muss man einfach sagen, den in der Bewegung zu sehen, mit dem Drehen und allem drum und dran, da sieht man einfach, was gut Ingenieurskunst ist. Da haben sie einfach mal die Deutschen gezeigt, was so ein Panzer immer noch kann und ja, das ist bei dem immer so. So, jetzt macht er den Tiger P weg. Mittlerweile gehen auch die Artis auf ihn. 3 Kills aktuell am Start. So, der dicke Max kommt auch. Hat ihn hier gebounced und macht ihn noch direkt weg. So, 10 zu 10. Wobei, jetzt soll es eigentlich ganz gut sein, weil nur noch viele Artis am Start sind. Aal 39. Und auch den macht er weg. Wie gesagt, hier bitte, jetzt das Video ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das absolut höchste Highlight, was ich so zeige und was ihr so sonst von mir gewohnt seid. Aber wie gesagt, mir war es eigentlich immer wichtiger, so ein bisschen über Bowington zu sprechen und meine Eindrücke. Auch RioCut muss ich an der Stelle nochmal herzlichst grüßen und auch hervorheben. Also, es ist ja schon eine gewisse Grenzsituation, wenn man den Menschen frisch kennenlernt, also real das erste Mal sieht und dann gleich zu wissen, okay, die nächsten 3 Tage verbringt man im gleichen Bett und muss auch dann noch feststellen, dass dieses Bett gerade mal 1,40 breit ist. Aber es ging super, wir haben uns wirklich fantastisch verstanden, es war kein einziges Mal Knatsch oder sonstiges irgendwo dabei und ja, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Vasili habe ich auch getroffen, Enrico Chef von Wargaming war ein super netter Kerl oder ist ein super netter Kerl, der hat uns da gut versorgt vor Ort. Also es war wirklich ein sehr schönes Event und muss sagen, ja, es war schon was Einzigartiges und sehr, sehr Besonderes, also auch für jemand wie ich, der nicht so Militarista ist, also ich beschäftige mich mit der Geschichte vom Zweiten Weltkrieg schon, weil es ist ja irgendwo die Geschichte und es ist schon spannend, wie und was da alles passiert ist und natürlich auch teilweise erschütternd. Ich will das jetzt nicht beschönigen. Oh, Arti. Oh, die Arti hat ihn sogar getroffen, aber Gott sei Dank nicht gut genug. Und dementsprechend ist das schon so, wo man sagt, okay, und dann diese Sachen alle live zu sehen, ist schon sehr besonders. So, 2 Artis hat er noch vor der Brust. Er hat schon den Krieger sich abgeholt. Sehr unaufgeregter Krieger, kann man mal an dieser Stelle feststellen. Ne, da ist nichts. Meine Frage an euch, war denn einer schon von euch in Bowington oder vielleicht in jeglichen anderen Panzermuseum? Und da ist die nächste Arti weg. Die ist recht spät aufgegangen, wobei ich glaube aber nicht, dass die so spät aufgegangen ist, sondern es gibt immer mal wieder so Bugs in Replays, dass diese leider nicht so gut dargestellt werden, wie das echte Spiel war. Kann auch mal zu Ping-Problemen sein oder sonstigem, das da entsteht. Und von dem her, da euch teilweise wundert euch bitte nicht. Wie gesagt, hat nichts mit Cheat, Hack oder unglaublichen Hack-Source zu tun, sondern es ist einfach nur ein Fehler im Replay. So, jetzt hat er noch den letzten. Ich denke mal, auch den kriegt er den Kill. Macht damit ganz unaufgeregt 8 Kills. Wenn's, ja, da, den dürfte er bekommen. Ja, macht hier seinen 8. Kill. Macht knapp 3000 Schaden. Schöne WN. Vernünftige Killanzahl. Also hat hier ordentlich gespielt. Wie gesagt, mir ging es aber darum, ein bisschen mehr diesmal aus der Ecke des Erzählens zu reden. Ich hoffe, das wandelt ihr nicht allzu schlimm. Und ja, ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.